So, jetzt geht's los mit besseren Energien. Aber es fällt mir trotzdem schwer, hier zu sein. Aber ich muss sagen, ich kriege gerade eine wunderschöne Begrüßung. Ein Schmetterling, der um mich rumtanzt. Ein Tag vor dem Auge. Wenn das mal nicht eine schöne Begrüßung ist. Ich bin wirklich gerade erst angekommen, habe meine Sachen da abgeladen. Bin auch noch hart verpennt. War eine kurze Nacht, eine unruhige Nacht. Aber dennoch, das schöne Wetter, das wollte ich nutzen, um so meinen ersten Schritt hier wieder zu machen. Und ja, jetzt stehe ich hier einfach so im Garten rum und dachte mir, bevor ich das mache und bevor das mehr ins Zusehen für euch geht, dachte ich, zeige ich euch in einem kleinen Gartenrundgang, wie der Garten aussieht. Ja, und das machen wir von außen, denn ich finde es richtig schön. So sieht es derweil aus. Also optisch sieht er auf jeden Fall richtig schön aus. Die wichtigste Aufgabe, die auf mich wartet, ist die vorm Zaun einfach grün weg, dass es wieder ordentlich aussieht. Im Moment liegt ja das Ganze schon eine Weile brach und das gilt das jetzt wieder in Angriff zu nehmen. Ich muss sagen, ich bin auch soweit guter Dinge, da auch gleich meine ersten Schritte gehen zu können. Das kann echt schwanken, so von der Stimmung her, dass ich von einem auf den anderen Moment da stehe, blockiert bin, gelähmt bin und einfach nichts mehr hinkriege. Aber ich möchte mal so zeigen, wie der Garten so aussieht und was ich mir so gedanklich für die nächste Zeit so vorgestellt habe, was machbar, erreichbar, schaffbar ist, was bei mir nicht zu viel Druck auslöst. Ja, Sonne ist auf jeden Fall richtig herrlich. Oh, Topinambur ist aber groß geworden. Da kann ich schon tatsächlich ein bisschen hochgucken. Aber viel interessanter ist hier der Mais. Ja, hier hängen noch ein paar, sehr gut. Die werde ich bald ernten, denke ich. Alles, was so am Boden noch dazwischen hängt, ernten, wenn es da was Essbares gibt, essen. Ansonsten für die Saatguternte. Ja, Kürbis in Sicherheit bringen ist ja auch die Devise so langsam. Ja, da hängen noch so ein paar, hängen da auf jeden Fall noch zwischen. Da oben haben wir noch Mais. Da haben wir noch Bohnen für die Saatgutgewinnung. Fehlt mir ja alles noch. Ja, aber ansonsten ein schöner Tanz mit dem Wind hier gerade. Hallo Mais. Gut, dann können wir eigentlich auch gleich mehr abgrasen. Und zwar hier den Bereich. Also die Ringeblumen, die halten sowieso sehr lange durch. Und irgendwie ist das schon ein Bereich, wo ich nichts groß machen muss. Da gibt es ein paar mehrjährige Pflanzen zwischen. Wieder jetzt zum Beispiel die Nachtkerze. Und hier unten ist sogar noch eine wilde Karde. Die wird nächstes Jahr richtig groß und schön und wird auf jeden Fall ein Sackenmagnet sein. Und zu dieser Jahreszeit ist das hier noch richtig gut besucht. Die Lemon Queen, richtig schönes Gewächs. Hab aber schon die Stelle überdacht, weil wenn ihr guckt, den könnt ihr feststellen, dass da eigentlich ein Weg durchgeht. Und das flattert aber ordentlich hier um meine Ohren. Ja, ich weiß auch nicht, wie der Winkel am besten ist, dass das Handy möglichst wenig Störgeräusche macht. Gucken wir uns weiter um. Dann nehmen wir einfach mal hier so den Blick auf. Kapuzinerkresse ist ja überall irgendwie zu sehen. Oder hier die Speisechrysanthene hält auch sehr lange durch im Jahr. Ich bin begeistert. Das ist toll. Das ist der schöne Kontrast, den man dann bemerken darf. Hier haben wir ja noch Physalis, wird irgendwann geköpft und kommt in Töpfe, wenn ich es dann noch schaffe. Ich glaube, im letzten Video auch schon gesagt. Und hier wächst alles Mögliche. Das ist die rote Gartenmelde. Saatgut. Ja. So, haben wir das hier mit drin. Ja, hier sind die Wege dicht. Alles voll Brennnesseln. An sich gar nicht schlecht für ein paar Beete zum Mulchen. So oder so als Mulchmaterial. Nährstoffspender für den Boden, wenn man dann nun auch was zum Nährstoffspeichern da hat, wie zum Beispiel aktive Holzkohle oder halt Totholz oder irgendwas mit Stein. Das sind ja natürlich Sachen, die saugen das auf wie Schwämme. Mann, ist richtig schön heute hier. Ja, gut. Ich will aber nicht dran vorbeigehen. Topinambur total umgeknickt in alle Richtungen. Den werde ich komplett rausholen. Und hier sieht man etwas, was man im Garten jetzt auch häufiger noch sehen wird. Wahrscheinlich kommen wir da dran vorbei. Pilze machen sich breit. Das ist natürlich eine wunderbare Freude. Ja, bei Pilzen habe ich das ja so.
Ihr wisst ja, Zweikanal, Waldschrat, gerade ganz viele Pilze suchen dran. Heute Abend kommt auf jeden Fall auch eine Folge online. Ich weiß nicht, ob auch heute Abend hier von Permaculture Mind wieder was kommt. Ja, wird sich zeigen, so wie das halt von sich aus läuft. Ich versuche da gerade vor den Karren zu kommen, jetzt haut der Kreislauf ab. Hui, schmiert ab. Ja, hui. Ich muss ein bisschen mehr trinken. Wasser steht noch an. Aber jetzt bin ich gerade in Lichtenergien. Also hier im Bereich, überall die Wege sind dann irgendwann wieder dran, freigemacht zu werden. Aber ich will mir da jetzt gar nicht zu viel aufladen. Ich bleibe vorne, weil es geht ums Hier und Jetzt. Und alles, was später ist, das ergibt sich sowieso, wenn man da loslässt. Das ist ja so das Geheimrezept hier. Muss ich das selbst immer ganz gern so vor Augen führen. Also mir gelingt das dann auch nicht immer. Und gerade die letzte Zeit war es ganz schwer, hier irgendwie wieder reinzukommen. Schön zu sehen finde ich auf jeden Fall, dass Mangold sich richtig breit gemacht hat. Mangold stand noch an zum Einmachen. Hier haben wir dann die Himbeerpflänzchen. Die sehen super aus. Da und da gibt es auch irgendwie noch Mangold versteckt, irgendwas anderes auch. Ja, die Bohnen waren durch. Hier habe ich noch gestern ein paar Tomaten gepflückt. Kapuzinerkresse, wie gerade schon erwähnt, hier auch verteilt. Ja, da haben wir noch ein paar wilde Tomaten. Da macht sich Phacelia breit, die kann den Winter sehr gut ab. Phacelia ist das, was ihr hier so trockenbüschig seht. Sehe ich das nochmal in frischer Version? Nee, die Zeit ist abgefahren. Ja, und der Rest, der hat noch keine Liebe gekriegt, ist auch noch nicht dran. Stand der Dinge ist ja jetzt so, dass ich eine Zeit lang brauche, um mich da soweit auch wieder körperlich aufzubauen, dass ich den Dingen hier nachgehen kann. Das schaffe ich einmal dadurch, dass ich hier bin. Oder drüben im Wald oder in anderen Wäldern, da hole ich mir Kraft, das baut mich auf. Oh, ist das schön, diese Energie hier. Oh, danke Sonne. Einfach so schön. So, und bei den Sonnenblumen, da ergibt sich jetzt direkt was. Und zwar zum Thema mexikanische Sonnenblume. Dachte erst, eine der Pflanzen könnte das sein, aber da lag ich ganz verkehrt. Da gab es noch eine andere wunderbare Pflanze, die jetzt tatsächlich auch noch blüht, eine Sonnenblume. Die werde ich euch gleich noch zeigen. Vorher noch hier eine kleine Einsame. An der wollte ich fast vorbeigehen, deswegen fange ich mich da gerade auf. So sieht's aus. Hier steht noch eine wunderschöne, schöne, schöne Sonnenblume. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier steht ja noch die Zinie. Oh, die hält sich auch gut. Sehr special, diese Blume. So, und hier im Beet daneben haben wir ja schon wie im letzten Video gezeigt, hier den Rosenkohl, der sieht nach wie vor super aus. Naja, da kommt weiterhin Ernte rum, über den Winter auf jeden Fall eine Pflanze, die mich versorgen wird. Und ja, hier haben wir dann noch Chilis. Und die kann man zum einen grün essen, ja, danke für die Kommentare, das fische ich gerade aus den Kommentaren. Sowohl als auch nachreifen lassen, dann werden die noch rot. Aber wer weiß, vielleicht sind das auch lila Chilis. wer weiß, wer weiß. Ja, und hier gibt es ganz viel noch so zu beobachten. Also ich gehe mal da so einen kleinen Bogen, angefangen von hier. Also die Wunderblume, die ist auch sehr verwunderlich und wunderschön. Da geht nach wie vor was. Oh, da unten haben wir auch noch was. Hä, was wächst da denn? Das ist doch auch eine Zinie, glaube ich. Spannend, noch gar nicht entdeckt. Ja, was so alles zum Vorschein kommt. Und auch hier die Sonnenblume, die durch ist. Wisst ihr was? Ich merke gerade, ich nutze das Wetter. Ich mache einen schönen Gartenrundgang. Da bleibt nichts übrig für das, was ich eigentlich vorhatte. Auf jeden Fall videotechnisch. Entweder ich mache das danach allein oder ich verschiebe es. Aber im Moment sind die Energien so gut, dass ich glaube, auch im Anhang dann dabei zu gehen. Aber jetzt dachte ich mir, fokussieren wir uns lieber auf einen schönen Gartenrundgang. Im goldenen Herbst. Ja, so sieht das hier vorne aus. Ja, hier überall auch noch Mangold. Die ganzen bunten Beeten sind nichts geworden. Da sehe ich aber, glaube ich, noch eine Zwiebel stehen. Oh, könnte das sogar eine Etagenzwiebel sein? Ich weiß das nicht. Ja, hier überall noch Borretsch zwischen. Blüht, blüht, blüht. Also das ist überraschenderweise sehr gut gelungen dieses Jahr. Auch hier die Geschichte. Hier haben wir sogar roten Klee dazwischen. Wunderbar, mach dich breit. Du bist erwünscht. Und das hier ist alles, oh Gott, wie hieß sie denn noch? Alfalfa, genau. Und da unten haben wir Blutwegerich. Schaut mal. Cool, habe ich nämlich vermisst.
Hatte eine Stelle, aber so richtig drum kümmern war nicht. Nachher war das auch gut angeknabbert. Hier in der Stelle verbirgt sich einiges, was dann irgendwann mal auf dem Sperrmüll soll, abgedeckt von ja, alles, was so an Schnitt mal über war und was auch irgendwie Samen und so in sich hatte. Das hat hier echt lange gelegen und lange so durchgehalten. Also so viel ist da nicht durchgekommen, außer die Gräser. Ja, Brennnesseln. Hier haben wir dann noch die Kürbisse. Das sind dann drei jetzt mittlerweile schon, die ins Bild gefunden haben. Ja. Hier sieht es so aus. Brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Kennt ihr. So, und jetzt mache ich mal einen anderen Weg. Ich fange mal erst hier an. Kann ich dem lieben Flo auch gleich mal zeigen, wie es bei ihm hier aussieht. Hier haben wir Sellerie. Richtig gut. Der kommt. Denn da haben wir da noch ein Fenchel. Und hier haben wir auch eine einsame... Ja, Chili hängen, eine grüne, da an der Stelle. Ja, hier verwildert alles so, auch so Stellen, die ich nach und nach dann mal freigemacht werden können. Aber Priorität hat das so nicht. Das gehört dann nachher alles zum Sens-Prozess, hier alles so ein bisschen in Form zu bringen. Dann fange ich irgendwo an, mache ein paar kleine Stellen schön und dann kommt so Stück für Stück im Garten eins zum nächsten. Und auch hier gibt es immer mal wieder ein Pflänzchen dazwischen. Speisechrysanthemen, Nachtkerze, die Ringelblumen. Haben wir hier auch noch wieder Kapuzinerkresse, da sieht man eine Blüte. Wird sucht, der findet. Ansonsten steht alles, schützt den Boden, bietet den Tieren weiterhin einen Bereich und Raum, wo sie leben können. Ja, die Tomatenpflanzen sind mittlerweile ganz hin, ist vorbei, habe ich ja schon gesagt im letzten Video. Und das Einzige, was hier jetzt noch steht, außer Kapuzinerkresse, ist ein Rotkohl Azurstar. Da unten wächst er voran. Durchmesser etwa 2 cm. Ist noch nicht so viel. Ja, und hier auch überall Braunfäule. Möchte ich natürlich nicht mehr essen. Aber jetzt kommen wir an eine Stelle. Guck mal, die Sonne spielt gerade wunderbar mit. Hier sind wir nämlich bei der sogenannten mexikanischen Sonnenblume. Und das war ja schon ganz oft Thema, dieses Pflänzchen. Und ich habe danach gefragt, ob das irgendjemand weiß. Dann kam in den Kommentaren auch mexikanische Sonnenblume, nur der Lars hat nicht geschnallt, dass die Pflanze hier gemeint war. Richtig gut. Dankeschön. Hat mich bereichert. Hab's immer zu den anderen Sonnenblumen geordnet im Kopf und habe das natürlich dementsprechend gesucht. Ich dachte, die dunkelrote könnte eine mexikanische gewesen sein. Ganz stark getäuscht. Ja, so ist das. Wo Wahrnehmung, da ist Täuschung. Wissen wir ja. Aber das, was ich hier wahrnehme, ist auf jeden Fall wunderschön. Das ist die mexikanische Sonnenblume. Ah, die Blätter sind ein bisschen dünner geworden. Die hatten so eine richtige Lackschicht drauf anfangs. Da vorne ist gerade ein Schmetterling zugang. Radieschen. Ja, hier sind so verschiedenste Sachen noch zwischen, aber alles soweit vielfältig und kerngesund, was die Natur angeht. Ich habe auch ganz wundervolle Kommentare unter meinem letzten Video gehabt. Echt vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, Wünsche, für die Würdigung, für die Anteilnahme. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen helfend unter den Kommentaren, die andere hinterlassen haben. Wer bist denn du? Eine Wespe. Ja, irgendwann kamen die Wespen, dann waren die Bienen weg. Das war auch eine Beobachtung dieses Jahr, ziemlich deutlich. Die Sonne ist dieses Jahr auch ziemlich hell. Da, danke. Gutes Beispiel. Knallt rein. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ist weg. Vielleicht kommt das gleich wieder. Ich lass mal los. Hier auf der Ecke ist das gerade echt extrem pustig. Hier haben wir ein paar Pflänzchen, mehrjährig. Tomaten sind soweit auch durch, überall Braunfäule dran. Wir haben aber hier Petersilie, so gut wie sie vorher im Jahr noch nicht da stand. Und der Rest, da haben wir noch die Wildtomate, die sich so ein bisschen durchboxt, aber auch da gibt es Braunfäule. Ja, da vorne gibt es nichts Neues. Doch, da gibt es Neues, weil, oh, guck mal. Saatgut, das habe ich hier gerade hergeholt. Behalte ich mal bei mir und das wird gleich woanders im Garten verteilt. Und ich habe ja gerade vorhin schon von Pilzen geredet und ich boxe mich hier mal durch, denn hier auf der Ecke gab es Pilze zu finden. Ja, das sagt gut, schmeiß ich da mal rein. Und hier vorne direkt neben der Bank haben sich ein paar Pilze breit gemacht. Da vorne, hier hatte ich auch schon ein Exemplar da. Ich bin ja fleißiger Pilzsucher, kann man sagen, Sammler noch nicht richtig. Gibt ganz viel, was ich mir aneigne. Und auch Pilze natürlich, die man essen kann. Ich habe schon ein bisschen was probiert, so ist es nicht. Aber so, dass ich da schon regelmäßiger Sammler bin, soweit bin ich noch nicht, bin am Sammeln. Das Ganze könnt ihr auf dem Waldschrat entdecken, wie ich mir das alles so ja, abenteuerlustig aneigne. Im Wald gibt es auf jeden Fall jede Menge zu entdecken, wenn man auf Pilzsuche ist. Und deswegen freue ich mich, wenn die dann auch hier reinfinden. Das ist eine schöne Symbiose. Da vorne, was haben wir denn da? Ist das auch noch eine Lemon Queen? Was haben wir denn da? Hat sich hier eine Lemon Queen
Hier hat sich eine Lemon Queen breit gemacht. Ich glaub's ja nicht. Perfekt. Besser kann das nicht laufen. Wunderschön. Genauso wie alles so fast von der Goldrute übrig ist. Ich mag das ja, wenn das so fluffig aussieht. Es wird jetzt auch über den Winter, Herbst. Oh, guck mal. Noch gesehen? Boah, war der groß. Boah, war der groß. Also das war... Hui. Also ich war gerade im Weitwinkel, der war hier vorne. Und der hat eine ganz schöne Spannweite gehabt. Schon fast wie ein Kondor. Der Kondor ist nochmal was anderes. Gut, schauen wir mal rüber. Hier haben wir jetzt alles durch. Will ich einfach weiter tingeln. Hier vorne ist noch Salbei und die Zitronenverbene. Zitronenverbene. Übrigens, super Tipp war, dass unten, wo abgeschnitten wurde, sind mehrere Triebe neu gekommen. Super genial. Oh, gleich duftet das hier. Ja, Salbei. Das kann ich nicht sein lassen. Ne? Das ist so schön. Da möchte ich hier nochmal reingehen. Hier hält sich auch die Pimpinelle sehr gut. Ja, sehr schön. Weiß nicht, was das war. Hier haben wir Salat. Boric noch gut vertreten. Und dann überall Kapuzinerkresse. Und wie die sich über längs geschlängelt hat. Und hier drüben, wenn ich mal weiter tingle. Hier gibt es immer mal wieder Überraschungen. Trotz hohem Gras und so hat sich die, ja, die Tomate behauptet. Und hier gibt es tatsächlich noch Exemplare, die man essen kann. Diese Tomate ist quasi meine Herbstüberraschung. Dadurch, dass alle anderen Pflanzen eingehen, habe ich jetzt einen wunderbaren Kontrast und sehe, welche Pflanzen richtig was abkönnen. Die verhält sich wie die Samviva. Mega gut. Die etwas größere gelbe. Darf ich gleich mal naschen. Gut, ich würde sagen, ich bin durch. Auf dieser Ecke. Es gibt noch mehr zu zeigen. Ich habe ein bisschen was von Pilzen geredet. Ich habe den Namen nicht parat, was ich hier so im Garten breit gemacht hat. Eine kleine Pilzexkursion. Da sind nicht viele, geht gleich im Garten weiter. Diese nun hier ganz leicht zu entdecken. Echt auch riesige Teller. Riesenpilze. Wunderbar, sind wir willkommen. Essbar oder nicht, ist mir erstmal egal. Vielfalt ist willkommen. Und ich muss ja nicht alles essen, ne? Hier sind die nächsten. Hier haben wir richtig schöne weiße. Ja, eigentlich sollte ich hier vielleicht mal im Pilzvideo nochmal längs kommen. Auf Waldschrat. Der Waldschrat. Hier sind noch ein paar mehr. Da unten liegt sogar eine Kappe. Ha, da decke ich noch ein. Oder ist das ein Blatt diesmal? Ne, ist auch ein Pilz. Was eine wunderbare Sache. Und was noch eine wunderbare Sache ist, sind hier die Hokkaido-Kürbisse. Hier haben wir einen. Einer soll noch mit zu mir. Die anderen gehören zu Flo. Und ja, wunderbar. Hier vorne kann ich auch noch mal zeigen, haben wir noch Beifuß, habe ich mit Wasser gefüllt, hat sich dann ja wieder ausgebreitet. Grün ist nachgewachsen, das waren nur Wurzeln. Daraus wollte ich noch einen Auszug machen mit Öl und mit Öl dann nachher eine Salbe herstellen für meine Knochen. Ich habe schon Phasen, wo ich mit meinen Knochen Probleme habe und da wäre das schon mal angebracht, was da zu haben. Und heilmäßig wäre das auch gut derzeit noch. Ja, so sieht es hier vorne aus. Ich tingle mal weiter rum. Da oben ist jetzt nichts weiter passiert, habe ich letztes Mal schon gezeigt. Ja, und dann gibt es viele Äpfel hier noch. Mein Gefühl sagt mir, ich werde noch so viel kriegen, dass ich damit glücklich sein werde. Und versuche das jetzt natürlich auch schon. Also Lemon Queen hier auf der Ecke. Eine wunderbare Sache. Aber versperrt mittlerweile den Weg. Deswegen darf ich auch überlegen, vielleicht eine andere Stelle. In die Richtung gibt es halt noch Gestaltungsmöglichkeiten. Und hier auch wieder mexikanische Sonnenblume. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete, damit ich nicht ausrutsche. Yep. Gar nicht so leicht. So, hier stand der Dinge. Alles voll mit Portulak. Die zwei Reihen, die ihr hier sehen könnt, das müssen Radieschen sein, oder? Was haben wir hier noch reingemacht? Da haben wir doch Radieschen. Wird wohl nichts mehr. Da genauso, da genauso. Hier zwei Reihen Feldsalat. Man sieht überhaupt nichts mehr davon. Ich kann noch mal ein bisschen näher ran. Also hier gibt es eine ganz kleine Reihe mit diesen kleinen hier unten. Das dürfte der Feldsalat sein. Ja, Fenchel noch und hier Porree, meine ich, war das. Der Salat aus dem Frühjahr. Nicht größer geworden, nicht richtig in die Blüte geschossen. Ist schon ein spannendes Gewächs, wenn man nicht genug Platz hat. Hier unten dann auch wieder Mangold, Radieschen. Hier unten sind sie aber auch zu sehen. Da können wir ein bisschen gucken, ob die jetzt noch verzehrbar sind oder so, wird sich noch zeigen. Denn mit der Zeit, wenn sie in die Blüte wollen, wird das Ganze ja holzig. Ja, oh, Kreislauf, echt schlimm.
wird sich aber geben. Hier vorne dann nochmal traurigerweise die Buschtomaten ohne Gießen, keine Pflanze. Gleiches da, die sind quasi an zu wenig Wasser gestorben. Die sind halt unterm Dach. Hier sieht es so aus derweil. Also die Ecke ist nach wie vor wunderschön. Und Höhle, Weidenhöhle trifft das hier echt am besten. Ja, dann hier so die ganzen Sachen. Und ja, etwas, was Spaß gemacht hat, ich lege mal kurz den Kürbis ab. Etwas, was Spaß gemacht hat zu entdecken, beziehungsweise worüber ich mich gestern gefreut habe, als ich da war. Gestern bin ich hierher, wollte vorne schon den Weg machen. Das hat leider nicht funktioniert. Kann ich mich dummer setzen. Dann kann ich das auch wunderbar, ich habe mich sogar drauf gesetzt. Wunderbar zeigen. Eine Sache hat mich gestern ganz besonders erfreut, weil das, da steckt was drin. Das ist ein richtig gutes Geschichtchen und ich danke der Buche über mir und den anderen Buchen, die hier so stehen. Denn es gibt was ganz Tolles. Am Bäumchen sieht das so aus. Und wenn man es aufmacht, dann sieht das so aus. Diese kleinen Dinger kommen raus. Und an dem Teil könnt ihr das auch wunderbar sehen. Der hat ein bisschen Fleisch dran. Es gibt genug, die wo nichts drin ist. Jetzt merke ich gerade, ich brauche noch eine Hand. Das ist das Exemplar. Ich gehe ein bisschen mit dem Fingernagel rein. Breche eine Seite auf und dann arbeite ich mich so vor. Ist natürlich total mühselig, was ich mache, weil ich noch gar keine Technik für mich entwickelt habe. Ich möchte euch eigentlich nur in Ruhe zeigen, was sich hier drin versteckt. Da ist es schon. Die sogenannten Bucheggern. Und wie ihr sehen könnt, ist hier alles voll. Ich muss nur mal sammeln. Richtig gut. Auch hier überall am Boden alles voll. Alles voll mit Bucheggern. Richtig gut. Das gefällt mir richtig gut und die werde ich jetzt essen. Steckt was drin. Hier ist mal so ein Exemplar ziemlich eingedrückt. Da ist nichts drin. Merkt man auch am Gewicht. Man fühlt das vom Gewicht her auch, ob da was drin ist oder nicht. Nicht viel. Oh, lecker. Geht so in die haselnussige Richtung. Wow. Richtig, richtig lecker. Vielleicht gibt es da eine Zubereitungsmethode oder eine Verarbeitungsmethode, die das ganze Geschichtchen leicht macht. Aber ich sag mal, wenn ich mir Gläser voll mache und in der Not, wenn ich Power brauche und überhaupt so ein bisschen zur Ergänzung, da steckt eine Menge drin. Ich habe es jetzt nicht parat. Ich weiß aber, dass einige die Bucheckern zu den Superfoods zählen. Deswegen, ich kann mich nicht beschweren. Also damit bin ich richtig glücklich. Das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Da steckt, für mich steckt gerade in Nüssen und in, ja, und solchen Sachen, ich weiß nicht, ob man das als Nuss bezeichnet, stecken so gute Sachen drin. Ja. Richtig lecker. Einen habe ich noch. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Was könnte ich euch noch zeigen? Ich denke, im Großen und Ganzen habe ich euch alles gezeigt. Ihr kennt die Situation. Für alle, die vielleicht ein bisschen mit dem P im Gesicht, mit dem Fragezeichen durch dieses Video gegangen sind. Ich habe da für euch oben rechts nochmal das Video vom letzten Mal, da kriegt ihr den Stand der Dinge. Und ja, wird schon irgendwie hier weitergehen. Erster Schritt ist gemacht, ein schönes Video gedreht, obwohl der erste Schritt vorne am Gartenzaun stattfinden sollte. Aber warum nicht? War einfach schön. Und jetzt werde ich ein bisschen noch sitzen und dann werde ich gucken, ob ich hier noch was mache. Voll schön. Und einen Buchegger naschen. So. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Es freut mich, dass ihr nach wie vor dabei seid und das Ganze begleitet, auch wenn es mal nicht so gut läuft bei mir. Da sind so viele schon seit Anfang an dabei, die ja, das Ganze hier echt wirklich unterstützt haben, richtig vorangetrieben haben. So, ich kann das Bucheggernaschen jetzt nicht lassen, aber dafür brauche ich eine zweite Hand. Macht Spaß, gibt Power. Man braucht Geduld, das ist eine Achtsamkeitsaufgabe. Ich schätze, da gibt es einen Trick. So viele Sachen. Bei Sonnenblumen kann man drauf rumkauen, also irgendwie spalten mit den Zehen und ist man da ganz rasch dran und nascht man und nascht man und nascht man. Mann, mir läuft schon das Wasser. Nein, ich habe sie verloren. Und die nächste. Nehmen wir doch mal die nächste. Hier ist nochmal eine. Also sie sind glitschig, wenn man glatte Pfoten hat. Die sind voll keine Arbeit mehr gewöhnt, also keine Gartenarbeit mehr. Oh, schön. Ja, ich würde mal sagen, in diesem Sinne
werde ich mich mal hier weiter versorgen und mal gucken, wo die Reise gleich noch hinführt. Ich möchte allen Danke sagen, die mich unterstützen, die alles hier so begleiten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Die das Ganze schon ein bisschen mehr verstehen, sind natürlich die, die es wirklich von Anfang an mitgekriegt haben. Ich kann nicht erwarten, dass all jene, die später zu mir gefunden haben, die Dinge wissen. Dennoch, ich bleibe meiner Linie treu, auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die auf mich böse sind. Und aufgrund dessen, was ich letztes Mal gemacht habe, mit dem letzten Video, dann irgendwie Abonnement kündigen oder gehen oder nochmal Dampf ablassen oder Meinung geigen oder wie auch immer. Das ist dann okay für mich. Ich bin mir dessen bewusst, dass das passiert. Und ich bin nicht hier, um jemandem zu gefallen, sondern ich bin hier mit den Möglichkeiten, die ich habe, einfach irgendwie das, was ich mir für die Zukunft wünsche, zu leben. Und das kann ich teilen und jeder, der da offen für ist, über den freue ich mich. Und wer es nicht ist, da bin ich auch nicht böse, wenn er da kein Interesse hat. So, ich muss hier so ein bisschen immer runter gucken. Ich habe das Stativ ein bisschen doof eingestellt. Kommt aber eine Buchecke nach der anderen in meinem Mund und im Magen. Das ist wirklich sehr gut. Oh, die sind echt reich gefüllt. Waren alle super. Alle lecker. Oh. Und die nächste, es geht immer schneller. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss, euer Lars. Ach, das sieht wunderschön aus. Und weg.